30 Jahre deutscher Einheit ist für mich eine Zeit zum Danken. Spontan fällt mir Psalm 9, Vers 2 ein, wo es steht: Ich danke dem Herrn vom ganzen Herzen und erzähle von seinen Wundern. Und erinnern wir uns einmal zurück, 30 Jahre zurück, ein Anfang mit einer großartigen Zeit der friedlichen Revolution, auch in und mit unseren Kirchen. Ein großartiges Gefühl der Befreiung und der Freude. Ein Moment des Glücks für das ganze deutsche Volk. Ja, das war's auf der einen Seite. Aber es gab auch die ganz anderen Erfahrungen. Es folgte nämlich dann für viele Menschen im Osten eine lange und bittere Zeit des Transformationsprozesses. Hohe Arbeitslosigkeit, das Gefühl, dass der eigene Lebensentwurf entwertet wurde. Menschen wanderten aus Orten und auch aus Gemeinden ab. Und natürlich die Arbeitslosigkeit war wie eine Geißel über allen Menschen. Und im Schatten dieser Prozesse entstanden dann gefährliche Bewegungen, nämlich eine Bewegung der Hoffnungslosigkeit und der Radikalisierung. Ein Gefühl der Verängstigung und ein Gefühl der Entmutigung. Und wiederum, diese Prozesse waren begleitet von ganz anderen positiven Erfahrungen. Es gab viele neue Möglichkeiten, die genutzt werden konnten. Es war eine Reisefreiheit da. Chancen taten sich auf und es kam auch eine, ja, ich sage mal, gut funktionierende Verwaltung in die neuen Bundesländer. Nichtsdestotrotz bleibt für mich immer noch die Frage, warum ist so viel Hoffnungslosigkeit noch da und warum ist man so wenig dankbar? Ich erinnere mich noch gut daran, wie Kardinal Meissner mir gesagt hat, der Bau der neuen Kirche in der Stadtmitte von Leipzig müsste eigentlich ein Zeichen der Dankbarkeit der deutschen Katholiken für die deutsche Einheit sein. Gut, Kirchen waren in der Zeit der DDR und auch in der Nachwendezeit immer ein Ort des Dialoges und der Begegnung. Viele Gemeindepartnerschaften und Kontakte aus sogenannten Partnerschaftsprojekten haben zu einem guten Miteinander von Christinnen und Christen geführt. Das würde ich mir auch für heute wünschen. Warum schaffen wir nicht neu Gemeindepartnerschaften zwischen christlichen Gemeinden in Ost und West oder lassen alte Partnerschaften aufleben? Denn ich denke, wir haben uns so viel zu erzählen von unseren Erfahrungen und Geschehnissen. Wir können miteinander lachen und auch die schlechten Dinge beweinen und im Gebet Gott dankbar sein für die Zeit der Wiedervereinigung und der gemeinsamen Erfahrung. Ja, und ein letzter Hinweis: Wenn Sie eigentlich nach 30 Jahren immer noch nicht in Ostdeutschland waren, fahren Sie doch endlich hin. Schauen Sie sich die schönen Städte wie Dresden, Leipzig, Görlitz an und nehmen Kontakt zu Christinnen und Christen dort auf. Als Stadtkirche von Düsseldorf helfen wir Ihnen gerne bei dieser Kontaktaufnahme.